Hallo und herzlich willkommen in meinem The Knitting Translator Podcast. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin, Übersetzerin und Übersetzerkursentwicklerin und Autorin. Und ich mache diesen Strickpodcast, um über meine Strickleidenschaft zu sprechen und meine Aktivitäten, sage ich mal, in der Strickerwelt und der Stricker-Community. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder oder zum ersten Mal den Weg zu meinem Podcast gefunden habt und freue mich auf den Austausch. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren, dann werdet ihr informiert. Also wenn ihr die Klingel auswählt, dann werdet ihr informiert darüber, wenn neue Folgen erscheinen. Ich versuche wöchentlich eine neue Folge hochzuladen, das klappt nicht immer. Manchmal klappt es aber mehrere Wochen nacheinander ganz gut eigentlich. Und ja, also bereite ich quasi regelmäßig den Strick- und also Strick-Content auf und spreche darüber, was mir so durch den Kopf geht, was ich gelesen habe zum über Stricken, über Strickdesign, über andere Sachen. Manchmal mache ich auch Folgen, die mit dem Übersetzen zu tun haben, beziehungsweise Stricken und Übersetzen gleichzeitig. Das passiert aber eher selten, weil mir schon bewusst ist, dass die meisten meiner Zuschauerinnen und Zuschauer eigentlich wegen des Strickcontents hier sind. Und ja, ich liebe Stricken und ich habe auch genug Themen sozusagen, die ich im Stricker-Kontext oder Strick-Kontext Kontext besprechen kann. Ja, was noch? Vielleicht eine ganz kurze Vorstellung wieder, bevor ich in die Themen für heute eintauche. Ich wohne und lebe mit meiner kleinen Tochter und meinem großen Hund in Bielefeld und entdecke immer mehr, wie reichhaltig die Stricker- und Strickerinnen-Community in Bielefeld ist. Nicht nur in Bielefeld natürlich, aber halt lokal entdecke ich auch einiges. Ganz kurz an dieser Stelle, ich habe gestern die Evelyn von Maschenträume kennengelernt. Maschenträume ist auch ein Strickpodcast und es hat sich herausgestellt, dass sie hier ganz in der Nähe wohnt und ganz häufig in der Nähe ist, was mich sehr gefreut hat. Gestern hatten wir auch quasi endlich geschafft, uns persönlich kennenzulernen und ich fand den Austausch oder das Kennenlernen einfach unglaublich schön. Wir haben jetzt nicht unbedingt unerwarteterweise, aber wir haben halt einfach sehr viele kleine und Gemeinsamkeiten entdeckt und die größere Gemeinsamkeit ist natürlich unsere Strickliebe. Und dann gab es noch ganz viele verschiedene andere Themen, wo es viele Überschneidungen gab, auch unsere Liebe zu Köln. Und ja, das war einfach ein sehr, sehr, sehr schöner Abend. Ganz, ganz lieben Dank, Evelyn. Und ja, ich hoffe, dass das erste Treffen in einer sehr, sehr langen Reihe von Treffen gewesen ist und freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal, beziehungsweise vielleicht auf unsere gemeinsamen Projekte, die wir machen und einfach nur auf den Austausch und die Kommunikation mit dir, die mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, nun zu den Themen heute. Immer wieder versuche ich, meine pädagogische Ader hier zum Ausdruck zu bringen und spreche über Themen, die euch etwas mehr Hintergrundwissen geben, beziehungsweise Methodenwissen. Also sprich, ich zeige etwas, zum Beispiel gibt es eine Folge, wie ich stricke. Ich stricke so ein bisschen anders, als man normalerweise in Deutschland das lernt. Ich mache theoretische Themen, zum Beispiel wie Nachhaltigkeit im Stricken. Das ist die letzte Folge gewesen. Vorletzte? Ich werde die Folge hier angeben. Dann habe ich über Strickdesign gesprochen. Und dieses Eintauchen in das Strickdesign so als Konsumentin bzw. als jemand, der unglaublich wissbegierig ist, über sich selbst unglaublich zu sagen, ist vielleicht ein bisschen arrogant. So ist das nicht gemeint gewesen. Ich bin, glaube ich, eher lernsüchtig vielleicht, so wie ich stricksüchtig bzw. strickbesessen bin und übersetzungsbesessen und so weiter. Also ich bin begeistert von
einigen Sachen, unter anderem halt Stricken und Übersetzen. Und beim Stricken führt das dazu, dass ich mich in alle Bereiche des Strickens einarbeite und ja, oder mich herantaste und sie ausprobiere, um zu prüfen, ob sie etwas für mich sind. Und wenn ich den Eindruck habe, dieser erste Schritt, dieses erste Kennenlernen gibt mir was, dann mache ich halt den nächsten Schritt. Und so gibt es in dieser Folge gleich zwei Bereiche, in denen ich mich quasi herantaste oder an die ich mich herantaste, beziehungsweise ein Bereich, da bin ich eigentlich schon eingetaucht, also da bin ich für meine Verhältnisse beziehungsweise aus meiner Sicht schon recht tief drin. Das ist das Strickdesign. Mein erstes Strickstück, also ein Sample für mein erstes Design, das ich veröffentlichen möchte oder veröffentlichen will und hoffentlich werde, ist fertig. Das werde ich gleich zeigen. Ja, der Name steht noch nicht fest. Ich habe einen neuen Arbeitstitel im Gegensatz zu der letzten Folge, wo ich das Strickstück schon fast vollständig gezeigt habe. Jedenfalls, Strickdesign ist der Bereich beim Stricken, in den ich schon tiefer eingetaucht bin. Darüber sprechen wir heute aus der praktischen Sicht. Und dann habe ich ausprobiert, das Wollefärben. Ich habe einen Einblick gewonnen in die Welt des Wollefärbens. Dank einer, ich weiß nicht, ob ich, ich nenne mal den Namen nicht, weil ich jetzt natürlich im Vorfeld schon wieder nicht gefragt habe, ob ich den Namen nennen darf. Aber ich habe auf Instagram die Bilder von meinem Färbeexperiment geteilt. Und wer Interesse hat, um wen es geht, das ist eine Strickerin, Färberin, Spinnerin aus Bielefeld ebenfalls. Es gibt Fotos auf Instagram. Ihr findet mich übrigens unter Navamante auf Instagram und auf anderen Plattformen, überall, wo ich strickbezogen Sachen mache, außer jetzt hier auf YouTube, heiße ich Navamante. Und auf Instagram findet ihr halt die Verknüpfung quasi und die Benennung der lieben Färberin, sage ich jetzt mal, die mich in die Welt des Wollefärbens mir einen Einblick gewährt hat. Das dritte Thema, ich hoffe, die Folge wird nicht zu lang wieder, wird das Bekämpfen von Motten sein, ohne dass ich einen aktuellen Anlass dazu hätte. Aber eine Zuschauerin hat in den Kommentaren nach Methoden quasi zur Bekämpfung von Motten Befall gestellt und dazu sage ich ein paar Sachen, die ich weiß. Ich habe mich da jetzt nicht extra reingelesen. Ich habe natürlich hier und da verschiedene Sachen zu unterschiedlichen Zeiten gelesen. Das werde ich jetzt versuchen einfach mal zu erzählen, damit diejenigen von euch, die das noch nicht so gehört haben, das vielleicht zum Anlass nehmen können, sich ein bisschen mehr zu informieren oder ja einfach nur so zu schauen, ob sie da mehr Informationen brauchen. Und am Ende gebe ich noch ein paar Hinweise zu zwei Themen aus der Strickerwelt. Einfach nur, weil sie mir untergekommen sind in der letzten Woche und ich möchte sie teilen und ich hoffe, dass ihr davon auch profitieren könnt. Ja, und wir merken, wir haben 5 Punkte heute. Das wird wieder viel. Ich hoffe, ich brauche nicht so lange dafür. Wir fangen mit meinem ersten Design an. Ich habe in den letzten 2 oder 3 Folgen schon einzelne Teile davon gezeigt, auch darüber gesprochen. Und jetzt ist mein Musterstück, also mein Sample sozusagen fertig, sogar gebadet und getrocknet. Und ich werde zuerst ein Video einblenden, in dem ich den Pullover, diese Bluse nenne ich sie, trage, damit ihr euch zuerst einen Eindruck, den ersten Eindruck sozusagen bekommen könnt darüber, wie sie aussieht. Und dann spreche ich konkret über den Aufbau und über weiteres Vorgehen. Also jetzt kommt das Video. Thank you.
Ja, ich bin ein bisschen stolz auf mich, einfach nur, weil ich diesen Pullover unglaublich schnell gestrickt habe, und wirklich, ja, dran geblieben bin. Ich habe schon zu unterschiedlichen Zeitpunkten versucht, ein eigenes Design zu produzieren, sage ich mal. Auch mit kleinen Sachen. Also ich habe für meine Tochter ein Cardigan angefangen und ein Pullover und irgendwie bin ich nicht weitergekommen. Also irgendwie stockte ich bei dem Cardigan zum Beispiel bei dem Muster, weil da hatte ich noch keine Software, mit der ich Muster abbilden kann und das ist unglaublich unbequem, einfach nur, wenn man das mit Papier macht. Und bei dem zweiten habe ich mich verrechnet und musste ribbeln und irgendwann hatte ich einfach keine Lust. Und bei meinem Pullover habe ich ganz viele verschiedene Inspirationen bekommen aus unterschiedlichen Quellen und irgendwie kam das Design sozusagen zu mir und ich musste einfach schnell anfangen und drunter stricken und ich liebe dieses Garn, das lag schon seit einem Jahr bei mir im Regal. Das ist das Garn von Das Strickzimmer, Merino Leinen Gemisch und ja, ich fand das einfach sehr schön. Also zeige ich jetzt nochmal den Pullover, nicht mehr an mir, sondern so in echt, beziehungsweise in echt, das war ja auch in echt. Ja, einfach nur in der Nahaufnahme und hoffe und erzähle ein bisschen über den Aufbau oder vielleicht ein bisschen so zum weiteren Vorgehen. Ja, ich bin mit meinem Musterstück fertig. Ich habe die Anleitung parallel zum Stricken ja, in Stichworten quasi notiert oder teilweise ausgeschrieben. Das heißt, ich muss noch den gesamten Text und die Abbildung, also den Chart für, ja, oder die Charts, das werden zwei sein, für das Lace-Muster muss ich noch zu Ende aufbereiten. Dann wird die Anleitung ins Englische übersetzt. Von wem weiß ich noch nicht. Eventuell versuche ich mich selbst dran. Also normalerweise bin ich halt Übersetzerin und übersetze aus dem Englischen ins Deutsche. Und normalerweise übersetzt man eigentlich nur in die Muttersprache, beziehungsweise in die Sprache, die man auf muttersprachlichem Niveau kann. Und Englisch gehört nicht dazu. Aber ich habe natürlich sehr viele englische Anleitungen gelesen und aus dem Englischen halt sehr viele übersetzt, so dass ich mich da vielleicht sogar rantrauen würde, aber ich würde mir nicht anmaßen, eine fehlerfreie Anleitung daraus zu machen. Das heißt, ich werde Unterstützung brauchen von einer muttersprachlich oder wie soll ich sagen, von jemandem, der sich mit dem Stricken sehr gut auskennt und muttersprachliches Englisch hat. Also wenn jemand von euch berufen fühlt, bitte melden, aber mit Referenzen direkt. Ja, da möchte ich wirklich möglichst professionell vorgehen, auch wenn, naja, mein erstes Strickdesign quasi im Hobbybereich entsteht. Aber ich neige dazu grundsätzlich, wenn ich aus dem Hobby, ja, so teilweise berufliche Aktivitäten ableite, dann mache ich das professionell. Ja, ich möchte keinen unprofessionellen Wettbewerb befeuern. Wenn ich in diesen Bereich vorstoße, dann mache ich das, wie sich das gehört. Und ja, wie gesagt, wenn unter euch eine englische Muttersprachlerin ist, die strickt, ich freue mich total, wenn du oder ihr euch meldet. Per E-Mail bitte, entweder, also wenn ihr die E-Mail-Adresse nicht findet, die eigentlich in der Beschreibung steht, aber falls ihr die E-Mail-Adresse nicht finden solltet, einfach in den Kommentaren, nee, nicht in den Kommentaren, vielleicht über Instagram oder auf irgendeine Art und Weise über eine persönliche Nachricht nach meiner E-Mail-Adresse fragen, dann schicke ich euch die E-Mail-Adresse, dann könnt ihr mir quasi euren Wunsch mitteilen und auf ein paar Referenzen, am besten eine eigene Internetseite hinweisen, so dass ich so einen ersten Eindruck gewinnen kann. Ja, genau, dann wird die Anleitung also übersetzt und parallel geht oder die deutschsprachige Anleitung und sobald die fertig ist, die englischsprachige Anleitung, gehen dann an den technischen Redakteur oder technische Redakteurin zum Prüfen der Berechnungen und ja, des sprachlichen Ausdrucks oder überhaupt der Logik und so weiter. Vielleicht habe ich auch dann irgendwie was vergessen, was unbedingt in die Anleitung muss und ich habe es nicht angegeben oder sowas. Also halt Vollständigkeit, Richtigkeit und so weiter. Nach der technischen oder parallel zur technischen Redaktion fast schon oder vielleicht kurz danach werde ich einen ich werde einen Teststrickaufruf starten.
Das heißt, ich werde für alle Größen Teststrickerinnen brauchen. Es wird vorerst Größen von XS bis 2XL geben, vielleicht 3XL, je nachdem, wie ich bei Berechnungen klarkomme oder mit Berechnungen klarkomme. Ich beabsichtige auch eine Kinderversion zu machen. Ja, das bietet sich bei mir an. Ich stricke ja ganz viele Sachen für mich und für meine Tochter im Anschluss oder umgekehrt, zuerst für sie und dann für mich. Und ich werde diesen Pullover auf jeden Fall auch in der Kinderversion machen. Genau, das heißt, irgendwann werde ich auch Teststrickerinnen für die Kinderversion brauchen. Wenn ihr an diesem Teststrick teilnehmen wollt, also wenn ihr, wenn euch das Modell gefällt, wenn ihr passendes Garn habt, wenn ihr grundsätzlich einfach mal als Teststrickerin anfangen oder weitermachen wollt, wenn ihr sowieso schon an anderen Teststricks teilgenommen habt, wartet ab, bitte schreibt mich noch nicht an. Ja, weil es für mich bedeutet, dass ich dann noch eine extra Liste führen muss, zusätzlich zu der, die dann vielleicht später entsteht. Wenn ihr einfach nur Interesse habt, diesen Teststrick mitzumachen, ja, behaltet meinen Podcast im Auge, abonniert meinen Podcast oder abonniert mich und abonniert mich auf Instagram. Ihr könnt auch meine Patreon-Mitglieder werden. Ich habe eine Patreon-Seite, also so eine Art The Knitting Translator Club. Da könnt ihr für einen sehr geringen monatlichen Beitrag beitreten und bekommt nicht nur dieses Video oder meine Videos im Vorfeld meiner YouTube-Veröffentlichung ohne Werbung zu sehen, sondern es gibt auch andere Vorteile, zum Beispiel den Vorrang bei Teststricks. Die Anleitung gibt es sowieso kostenlos, wenn sie fertig ist. Ja, alle Mitglieder auf meiner Patreon-Seite bekommen meine Anleitungen, sobald weitere kommen und diese natürlich auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Also sie wird innerhalb der Patreon-Seite veröffentlicht für einen bestimmten Zeitraum. Ja, Patreon. Genau, Teststrick. Also wartet einfach auf das entsprechende Video. Ich werde das im Video und auf Instagram ja, veröffentlichen oder halt darüber informieren, dass ich den Teststrick starte. Und dann wird es einen Fragebogen geben, weil ich bestimmte Sachen wissen möchte. Ja, es gibt quasi bestimmte Voraussetzungen, sage ich mal. Also es ist keine Prüfung. Ich will jetzt nicht irgendwie... es wird einfach bestimmte Kriterien geben, nach denen ich vorgehen muss, um auszuwählen. Ja, insbesondere, wenn es halt mehr Personen als eine pro Größe geben wird, da muss ich mich ja an irgendwelchen Kriterien orientieren und das werde ich tun. Und da werde ich dann so einen kleinen Fragebogen machen, wo ihr ja, eure Sachen eintragen könnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ja, ihr mich dabei unterstützen wollt und halt mein erstes Design, mein erstes veröffentlichtes Design nachstricken wollt. Was es dafür geben wird, für das Teststricken, muss ich mir noch überlegen. Also natürlich gibt es auf jeden Fall dann die korrigierte oder die endgültige Anleitung in beiden Sprachen. Dann muss ich mir überlegen. Also es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, wie man sich dafür bedanken kann. Und das werde ich auch tun. Wenn der Teststrick dann gelaufen ist, ich alles korrigiert habe, was dann reinkommt und nochmal überprüft habe, ob alles passt, wird die Anleitung veröffentlicht. Mein Plan ist, den Teststrick-Aufruf Ende Juli spätestens zu starten. Oder vielleicht Mitte Juli. Nee, Ende Juni. Genau, Ende Juni. Vielleicht Mitte Juli zu starten, also im Hochsommer. Dann will ich 4 bis 6 Wochen den Teststrickerinnen geben für das Stricken. Ich muss da schauen noch. Also ich glaube, ich werde eher 4 Wochen geben. Dafür muss man aber nicht den kompletten Pullover, die komplette Bluse gestrickt haben, sondern nur die Rundpasse, die Ärmel abtrennen und ein bisschen den Körper stricken und ein Ärmel vollständig, damit man den Garnverbrauch schätzen kann und damit man auch schon sehen kann, wie das bei bestimmten Größen ausfällt. Wenn jemand in 4 Wochen oder in 4 bis 6 Wochen komplett fertig ist, umso besser, dann sind die Angaben umso genauer und umso besser kann ich überprüfen, ob das, was ich vorher berechnet habe, auch korrekt ist. Ja, also je schneller und mehr Informationen von den Teststrickerinnen kommen, umso besser ist am Ende die Anleitung. Ja, und die Veröffentlichung habe ich für August, Anfang September geplant und ich hoffe, dass der Plan so aufgeht. Ja, und jetzt gehe ich
quasi die Struktur durch. Ach ja, genau. Ich habe ja gesagt, ich hatte einen Arbeitstitel in der letzten Folge mitgeteilt. Also ich hatte, wie der Arbeitstitel war für diese Anleitung, ist völlig egal, weil ich die jetzt umbenannt habe. Momentan ist der neue Arbeitstitel First Impression Blouse, also die Bluse erster Eindruck. Ja, ich habe mir überlegt, irgendwie wollte ich eine besondere Bedeutung in den Namen reinlegen und habe alles Mögliche überlegt, also Monatsnamen, Kindernamen, Hundenamen, alles Mögliche, das passte alles nicht. Den Namen des Garns bietet sich es nicht unbedingt an, weil ihr würdet ja aus einem anderen Garn stricken. Und dann kam mir halt die Idee, das ist mein erstes Design, das ich veröffentliche, hoffentlich. Und das wird der erste Eindruck sein für alle, die mich als Designerin, ich nehme mal die Anführungszeichen wieder weg, das wird der erste Eindruck sein für alle, die mich als Strickdesignerin kennenlernen würden. Und ich bemühe mich natürlich, dass der erste Eindruck am besten ist. Und das hat eine besondere Bedeutung für mich. Und deswegen First Impression Blouse. Ja, ich zeige sie nochmal hier so aus der Nähe. Also wir haben einen ganz normalen Rundhalsausschnitt. Und dann haben wir einen geraden Körper, ja, und wir haben auch gerade Ärmel ohne Formen oder ohne Shaping sozusagen auf Englisch. Die grundsätzliche Idee bei diesem Design ist ein absichtlich einfaches Design zu kreieren, das auch Anfängerinnen nachstricken können, sprich Anfängerinnen, vielleicht nicht unbedingt Anfängerinnen, die noch nie gestrickt haben, also die gerade erst angefangen haben zu stricken, sondern diejenigen, die noch nie ein Pullover gestrickt haben oder die vielleicht schon Pullover gestrickt haben, aber noch nie Lace-Muster gemacht haben, also Lochmuster gestrickt haben. Alles ist absichtlich relativ oder sogar ziemlich einfach gestaltet. Und ich werde auch versuchen, meine gesamten pädagogischen Ambitionen, meine Autorinnenambitionen in die Anleitung reinzubringen, sodass die Anleitung so geschrieben, hoffentlich so geschrieben sein wird, dass sie einfach nachzustricken ist. Das ist mein Hauptanspruch, ja, also eine einfache, klare Anleitung für alle Wissensniveaus quasi im Stricken. Ja, und deswegen ist das auch ein ganz normaler Anschlag, also ganz normal. Ich werde auf jeden Fall in der Anleitung aufführen, wie der heißt, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist so quasi der Standardanschlag, den man immer auch in Deutschland macht. Aber ich schlage so standardmäßig immer mit zwei Nadeln zusammengehalten an, so dass der Halsausschnitt nie zu eng ist. Ja, also bei mir passt das eigentlich immer. Wenn ich meine Größe anschlage, dann passt auch der Halsausschnitt immer. Der ist also, man sieht, der ist nicht mehr flexibel. Ja, den habe ich quasi ausgedehnt, aber der ist quasi unbemerkt und schmal und auch recht breit, weil das Rippenmuster, das den Halsausschnitt bildet, ist dann halt auch flach. Ja, also wie gesagt, den Pullover habe ich schon gewaschen. So, wir haben also einen ganz normalen Rundhalsausschnitt. Dann kommt also 1:1 Rippenmuster, eine links, eine rechts. Ich werde ein weiteres Musterstück stricken für mich mit kurzem Arm und da werde ich das hier verkreuzte rechte Maschen machen. Das wird schöner aussehen, weil unten auch verschränkte rechte Maschen sind. Ja, das habe ich ganz am Anfang nicht bedacht. Man strickt von oben nach unten und das hatte ich nicht bedacht. Unten sieht das aber besser aus mit verschränkten. Deswegen werde ich das oben auch so machen bei dem anderen Musterstück. So, und dann kommt schon die erste Andeutung, dass es hier um Lace-Muster geht. Ja, also es kommt so ein ganz, also einfach nur so die quasi Umschläge und ein paar Maschen dazwischen. Und das ist die erste Zunahmerunde. Es gibt insgesamt 4 Zunahmerunden, die regelmäßig und
ja, regelmäßig und gut nachvollziehbar sind, sozusagen, wo man nicht viel nachdenken muss oder wenn man sich vertan hat, nicht viel nachrechnen muss oder sowas. Ja, also einfach nur vier gut verteilte Zunahmerunden. Und genau, dann hinten haben wir verkürzte Reihen. Es gibt also das Formen des, wie soll ich sagen, also für die bessere Passform wird hier mit verkürzten Reihen am Rücken etwas mehr gestrickt als vorne, damit der Halsausschnitt hinten ein bisschen höher sitzt. Aber das ist auch einfach, ja. Also die verkürzten Reihen. Ja, ich musste gerade schauen, wo sie enden, weil ich habe sie in diesem Musterstück echt gut gemacht. Manchmal klappen sie oder manchmal sieht man, wo die enden, die verkürzten Reihen bei mir. Und hier sieht man es eigentlich nicht, weil sie wirklich sehr schön in das Lochmuster später übergehen. Ja, also hinten wird mit verkürzten Reihen gearbeitet, was aber auch nicht viel und recht einfach ist. Und dann kommt halt schon das Lesmuster. Also ja, da sind immer Streifen. Also wie heißt das? Ein Mustersatz kommt immer und das geht komplett in Runde und wiederholt sich. So, das sieht man jetzt nicht so gut. So sieht man das ganz gut, glaube ich. Ja, man sieht, dass das so, ja, so eine Art Blätter sind, die sich ständig wiederholen. Ja, das ist ein recht einfaches Lesmuster, würde ich sagen. Das wiederholt sich ständig halt. Und das sind nur fünf Reihen, in denen überhaupt Lesmuster gearbeitet wird. Ja, und das sind immer die gleichen fünf Reihen. Und so geht das bis nach unten. Ja, hier der Körper ist gerade. Bei dem Abtrennen der Ärmel befindet man sich in dem Glattrechtsstreifen. Und das ist natürlich viel bequemer als im Lace-Muster. Das werde ich für die anderen Größen auch so berechnen oder so planen, dass man immer quasi in Glattrechts trennt. Man schlägt hier ein paar Maschen an unter dem Ärmel auch wieder für die bessere Passform. Die ist übrigens, also sie hat schon so etwas mehr Weite, konnte man ja sehen in meinem Video. Und ja, also man schlägt dann hier ein bisschen an und dann geht es erstmal mit dem Glattrechtsstreifen weiter und dann nach unten ohne wie heißt das, ohne Taillierung bis nach unten bis zu der gewünschten Länge. Man kann also man kann den Körper kürzer stricken natürlich als bei mir jetzt. Ich habe eine normale Länge gemacht, also das ist quasi meine bequeme Länge, die ich normalerweise bei Pullovern dieser Art trage. Man kann natürlich früher aufhören. Also ja, vielleicht zeige ich hier das Detail unten. Ich höre mit dem Körper, mit dem Lace-Streifen auf und das Lesmuster geht in das Rippenmuster über, ja, in das Bündchen. Und die rechten Maschen hier vorne gehen dann in rechte Maschen in dem Bündchen oder über. Und die Löcher, die gehen in die linken Maschen über, ja, sodass das recht harmonisch aussieht. Und hier unten ist eine bestimmte Art von Abketten oder eine bestimmte Abkettmethode, die ein sehr dehnbares Bündchen erlaubt. Ja, also sieht man jetzt nicht so gut, kann ich nicht so gut zeigen, doch, also genau, so dass es ja nicht so, sich nicht zusammenzieht. Was wollte ich dazu sagen? Man könnte natürlich auch an einer anderen Stelle aufhören, also zum Beispiel nach dem Glattrechtsstreifen. Ja, der Pullover ist quasi beliebig variabel. Ich finde nur, das Bündchen direkt am Lace-Streifen einfach schöner aussieht, weil das halt eine kleine Besonderheit ist. So, bei den Ärmeln gibt es auch kein Shaping. Die gehen einfach gerade. Also hier sehe ich, habe ich nicht so gut geglättet beim Trocknen. Genau, die gehen einfach gerade. Also es wird nicht abgenommen oder zugenommen am Ärmel. Das ist meine Lieblingsform beim Ärmel. Man könnte natürlich hier nochmal ja, ein bisschen was machen, aber ich finde, ein gerader Ärmel passt besser zu dieser geraden Körperform. Von daher ist das für mich harmonisch und passt zu dem Design. So, aber Ärmel enden anders.
Beim Ärmel gibt es am Ende kein Rippenmuster oder kein Bündchen, sondern es gibt einen längeren oder einen breiteren Lace-Streifen. Ich drehe das mal um, so wie das quasi am Arm auch aussieht. So, es gibt einen breiteren Lace-Streifen und da geht, also da wird das Muster, das Lace-Muster entsprechend angepasst. Es wird einen zweiten Chart geben dafür, ja, weil hier wiederholen sich nicht die gleichen, beziehungsweise es sind eigentlich immer noch die gleichen 5 Reihen, aber die werden verschoben in diesem Muster. Aber das ist auch recht einfach. Also die Anzahl von verschiedenen Arten von Abnahmen ist unverändert, obwohl das der Lace-Streifen länger ist. Und hier wird einfach mal abgekettet, also einfach auch rechts abgekettet quasi. Oder rechts-links, glaube ich, habe ich gemacht. Da war ich mir unsicher. Ja. Die Ärmel sind im Moment noch ganz bisschen zu lang. Ganz bisschen. Also ich meine, ich mag das so. Muss ich mal schauen. Also ich werde die Bluse so tragen und schauen, ob ich vielleicht hier etwas kürzen muss. Dann, das ist auch möglich, ja, wenn man merkt, okay, das wird zu lang, dass man dann hier aufhört. Es gibt verschiedene Abstufungen. Also man könnte hier aufhören, ja, dann ist es immer noch sehr schön. Man könnte aber auch, wenn man das Gefühl hat, man braucht mehr oder halt man hört hier auf, aber braucht ein bisschen mehr, dann kann man hier natürlich das gleiche Bündchen dran stricken wie am Körper unten, ja, mit verschränkten rechten Maschen. Ja, das war der Aufbau. Also ich bin sehr zufrieden. Man sieht, also genau, das zu dem Garn vielleicht. Ich habe mit der Nadel 3,75 gestrickt. Das ist ein Single Garn von das Strickzimmer. 90% Merino, 10% Leinen. Das ist handgefärbt, wie heißt das, pflanzengefärbt. Man sieht auch die Übergänge schön so hier in diesen Streifen. Ich habe dafür weniger als 3 vollständige Stränge gebraucht. Das wird natürlich in der Anleitung ganz genau stehen. Es wird auch ein Revelry-Projekt geben dafür. Und ich habe 260 Gramm ungefähr gebraucht, ja, mit langem Arm. In Größe M ungefähr. Ja, also mein Brustumfang ist 100 cm, der Pullover hat 106 cm ungefähr. Ja, also mit etwas mehr Weite. Ja, das war oder das ist und das war mein erstes Design, meine First Impression Blouse. Und ich zeige noch das Garn, aus dem ich die Sommerversion machen möchte. Ach ja, genau, das ist auch die grundsätzliche Idee gewesen, also neben der Einfachheit und Klarheit des Aufbaus und ja, der Herangehensweise wird die Anleitung auch, oder nee, kann man diese Bluse aus unterschiedlichen Garnen stricken, logischerweise. Das Garn ist übrigens Fingering-Stärke. In diesem Fall sind das 366 Meter auf 100 Gramm. Man kann dünneres Garn nehmen, man kann reine Merino nehmen, man kann ein Garn nehmen, wo Baumwolle, Leinen, Merino oder Wolle oder was auch immer ist. Also je nachdem, welches Garn man nimmt, also wie kühlend oder wärmend das Garn ist, bekommt man natürlich eine entweder wärmere oder eine kühlere Version und kann dieses Design im Prinzip sowohl für einen Winterpullover als auch für einen Sommerpullover nachstricken. Das war auch die Idee mit diesem Lace-Streifenmuster. Denn obwohl es Lace ist, bei einem wärmeren Garn wird das luftig, aber trotzdem sehr warm sein. Bei einem ja, kühleren Garn, zum Beispiel mit Baumwolle, mit reiner Merino vielleicht auch, Superwash, Sockengarn vielleicht sogar, also mit Merino, das wird eher eine Sommerversion, also für den deutschen Sommer in der Regel gut geeignet. Und die Anleitung wird auf jeden Fall die Beschreibung für eine Kurzarmversion beinhalten. Genau, und wie aus welchem Garn ich die Kurzarmversion wahrscheinlich machen werde, vielleicht schlage ich nachher direkt an, weil ich möchte unbedingt dieses Garn verstricken, zeige ich jetzt. Das sind die schönen zwei
die schönen Zwillinge sozusagen. So, ich glaube, ja, die sind ein bisschen nicht ganz so gelblich. Ich habe hier gelbes Licht. Ich guck mal. Ja, ungefähr so sind sie, nur wie gesagt ohne diesen gelben Touch. Vielleicht zeige ich sie. Ja, also da, wo der Tageslicht dran kommt. Ich habe diese zwei Stränge vor kurzem direkt bei das Mondschaf gekauft. Ich war in Karlsruhe und ja, auf dem Weg dahin bin ich bei dem Mondschaf vorbeigefahren und mir quasi den Laden direkt angeguckt, die Färberin kennengelernt und mir ein bisschen was gekauft. Und das sind zwei Babys, die ich da mitgenommen habe. Das ist, wie heißt das? Aurora, 100% Wolle, Superwash Merino, 366 Meter auf 100 Gramm. Heißt Soylent Green, ja, also wunderschöne grüne, grün-braune Färbung mit ein paar Speckles in anderen Farben. Ja, ich will einfach was Grünes haben und ich glaube, mein eigenes Design ist dafür gut geeignet. Das wird ein lustiges Sommershirt werden. Genau. Ich glaube, dass an dieser Stelle würde ich dann diese Folge erstmal beenden. Ich mache den Rest, den ich für heute vorgesehen habe, in der nächsten Folge, die ich aber gleich auch aufnehme, aber halt getrennt hochlade und getrennt ausstrahle. Ich habe ja am Anfang angesprochen, was das sein wird, also welche anderen Themen ich mir für heute vorgenommen habe. Ich merke gerade in meinen Notizen, es gab noch ein anderes Thema, das ich mir vorgenommen habe. Damit werde ich dann einsteigen und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß an zwei Folgen nacheinander. Ich kann wie immer mich nicht kurz fassen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ja, im Prinzip bis gleich.